Hallo Welt, ja, da haben wir es gehört. Unsere Siedler sind glücklich. Wir haben ihnen Spielautomaten da in die Ecke gestellt. Und jetzt können sie endlich auch zocken und gewinnen in einer Tour, weil wir die Spielautomaten natürlich so eingestellt haben, wie wir es wollten, dass die also meistens gewinnen, damit die Leute auch wirklich glücklich sind. Ja, das haben wir auch bei dem Getränkeautomaten so gemacht, dass da keine Drogen oder sowas reingemischt werden in die Getränke, sondern dass da vernünftige Sachen bei rumkommen. Der Phoropter, der kann, glaube ich, auch was, aber hier macht er jetzt nichts. Und ich glaube, die Siedler, die kümmern sich auch weniger um den Phoropter, wenn wir ihn anschließen. Der bringt auch keine zusätzlichen Boni. Wir wollten uns in dieser Folge vielleicht noch einmal des Problems hier mit der Schaltung annehmen und irgendwo fehlt, glaube ich, auch noch ein Geländer. Aber das mit der Schaltung vielleicht zuerst. Und da fällt mir gerade aber noch was ein. Haben wir denn Dixie-Klos eigentlich? Ach, hey, was? Die Schaltung funktioniert. Echt? Die funktioniert. Der hat das jetzt ausgeschaltet, oder nicht? Ja. Aber jetzt funktioniert diese hier nicht. Ja, doch, die müssen wir nochmal neu angehen, die Schaltung. So ginge das ja jetzt auch. Ja, das ist, jetzt bekommt die Strom von der Schaltung hier drüben. Das sollte gar nicht so sein. Müssen wir nochmal gucken. Was wollte ich nochmal gucken? Hatte ich doch gesagt, Dixie-Klos wollten wir hier aufbauen. Wenn wir haben, haben wir hier überhaupt? Oder habe ich da von Fallout 76 geträumt? Als ich dachte, da gibt es Dixie-Klos. Nein, wir haben hier keine Dixie-Klos. Tatsächlich, in Fallout 76 gibt es Dixie-Klos. Was wir aber hier haben, das sind Plumps-Klos. Auch. Aber die richtigen. Die urigen. Vielleicht mag ich mich aber auch irren. Hat jemand Dixie-Klos entdeckt hier schon? Ich glaube nicht. Vielleicht mit einem Mod, mit einer Modifikation bestimmt. Plumps-Klos haben wir aber hier irgendwo gehabt. Ich bin mir sicher. Da sind sie. Mit Fundament, ohne Fundament und mit Innenleben hier. Oh, Fundament kann ruhig drunter. So riesige Dinger. Oh, schade. Ich wollte das da jetzt eigentlich so die Ecke kaschieren damit. In die Ecke stellen. Was haben wir denn hier? Den Brahmin-Futtertrog extra hier hingestellt, damit er nicht stört. Aber scheinbar haben wir hier gar keine Brahmine. Stellen wir doch erstmal hier hin, damit er nicht stört. Dann können wir doch bestimmt hier diese darüber stellen. Damit sie nicht stören. Und jetzt passt doch hier bestimmt wenigstens ein so ein Plumpsklo rein in die Ecke. Schön. Ja, die Siedler lieben es, da durchzulaufen, durch diese Schaltungen. Die werden angezogen irgendwie davon. So, zack. Eigentlich bräuchten wir noch eine dritte Toilette, oder? Ach, so weit ist das noch nicht mit den diversen. Die sind ganz neu jetzt. Das dritte Geschlecht, wisst ihr, das gibt's doch noch nicht so lange, oder? Ist doch jetzt erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Ja, Herren, sehr geehrte Damen, Herren und diverse muss man jetzt schreiben, wenn man das korrekt machen möchte. Politisch korrekt. Ja. Man lernt nie aus. Das dritte Geschlecht eben. Wer weiß. Muss man mal nachgucken. Vielleicht ist man selber schon davon betroffen. Wo sind denn die hier mit dem Herz? Ich meine, es gab aber hier Türen mit Herz, oder? Ah, sind die vielleicht hier mit bei? Ah, nein, Herz gar nicht. Nur so ein Mond. Und das hier ist ganz schön kaputt. Die rennen in einer Tour da durch. Das muss doch die Hölle gewesen sein, hier überhaupt irgendwie damit rum zu experimentieren, als wir uns damit auch noch nicht so richtig auskannten. Kennen wir uns denn jetzt richtig damit aus? Ich glaube schon.
Ja, sicher. Ist doch ganz einfach. Das Ding da drüben, die Schaltung muss schon mal Strom kriegen. Aber das hier muss nicht unbedingt Strom kriegen, meine ich. Das darf nur Strom kriegen, abgeben. Hier natürlich zum Dekontaminierungsbogen. Und darf Strom kriegen einmal. Na, einmal von der Leitung, aber nicht vom Strom hier. Das ist falsch. Das darf nicht sein. Jetzt hat er eingeschaltet. Und da unten schaltet er aus. Das geht doch. Ja, jetzt ist doch Strom drauf. Wieso? Nur das eine Kabel war falsch gelegt hier. Ja. Also die Schaltungen brauchen beide Strom. Haben sie, wie es aussieht. Was ist das denn da? Stromleitung. Ist da Strom drauf? Ja, müsste ja sonst. Sonst würde doch... Geh nochmal hier durch, hier vorne. Geht das aus? Ja, geht aus. Ja, ist doch alles paletti. Wir haben nur... Warum haben wir den Strom da angeschlossen? An das XOR-Logikgatter. Schon fertig. Schon korrigiert der Fehler. Er zeigt uns das nochmal. Da geht's an. Zack, dekontaminieren. Drüben durch. Aus. Wunderbar. Ja. Ein Traum. Echt wundergut. Wunderschön. Nein! Springen wollte ich mal, um zu gucken, ob da auch Saft drauf ist. Da ist Saft drauf. Funktioniert, alles ist gut. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Psst, psst, psst. Irgendwo hatte ich aber dennoch Geländer, den Verdacht, dass wir noch Geländer brauchen, denn sonst wären wir jetzt fertig in dieser Folge. Können wir die Burg schon fast verlassen. Noch einen Kontrollgang. Ja, natürlich. Was willst du denn da mit so einem Knüppel? Du brauchst eine Plasmawaffe. Unsere Wachen haben gerne, wir verteilen ganz gerne Plasmawaffen normalerweise an die, hier noch nicht. Damit sie nämlich dann nukleares Material dann auch manchmal generieren. Und wir das dann aufsammeln können. Aha. Hier haben wir doch noch eine Tür übersehen. Die hier reingehört natürlich. Das würde, jetzt sehe ich das echt, das würde nach außen aufgehen. Und zwar nach links außen und diese hier würde nach rechts innen aufgehen, oder? Oh, prima. Echt gut. Ja, rechts innen gefällt mir. Passt. Die Siedler lieben es. Die Getränke so. Hier könnte man eigentlich auch noch ein paar Trainingsgeräte oder so aufbauen. Vorobta, wen können wir denn hier zuweisen eigentlich? OP-Stuhl auch. Schade, dass sich die Friseurin nicht um alles kümmert hier. Die könnte doch sowas machen. Ich kann einfach nicht verlieren. Unten am Spielautomat. Können sie nicht verlieren. Musst du ausprobieren. Der Hammer. Da, perfekt. Haben wir ja noch hier sogar. Ein Palettenkleid. Kann ich etwas für dich tragen? Alles gut, alles gut, alles gut. Warum sind wir eigentlich so überladen? Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Und die Plünderer haben bei uns doch Greaserjacke und Jeans normalerweise immer an. Oh, wie war denn das? Doch, das Palettenkleid, das hatten wir am Getränkeautomaten. Egal, wer da steht, der bekommt das jetzt an. Der Siedler kriegt das jetzt. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar.
So, mal sehen, das Kleid. Wo haben wir es? Kleidung. Armeeuniform? Nein, der kann ja nicht so eine Schmuddelkleidung da tragen, wenn er hier Getränke serviert, oder? Da, dann soll er das bekommen. Ah, der hat schon eine Gamma-Kanone sich irgendwo geschnappt. Sowieso, was die alles drin haben. Die Minigun. Ob wir ihm mal so eine Minigun gegeben haben? Mit Chance auf Taumeln bei Treffern? Das, ich glaube manchmal, die packen sich das, die schnappen sich das selber. So, aber das hier darf er anziehen. Tee, ausrüsten. Ja. Und da ist er besser angezogen für den Zweck hier. Nur seine Stimme ist irgendwie krass. Da liegt der Hund begraben. Wir haben die ganze Kampfrüstung und so mitgenommen. Ah, Moment. Die könnten wir ja eigentlich noch verbessern und dann für die Wachen abgeben. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Ja, schöne rasierte Beine, passt schon. Du kommst gut mit ihm klar? Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Du könntest eigentlich auch eine Kochmütze vertragen hier an der Bar. Aber Entschuldigung, das können wir, glaube ich, nur. Sein? Das können wir, glaube ich, nur. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Nachts machen oder das geht jetzt auch? Denn ich habe gerade gesehen, wir haben zufällig eine Kochmütze dabei. Passt doch besser. Aber das Smoking ist vielleicht übertrieben. Unsere Köche haben nämlich. Ich glaube, als Barkeeper ist das okay mit dem Smoking. Hatten wir, glaube ich, so. Aber ich glaube, die Köche hatten eigentlich was anderes. Ich glaube, Unterhemd und Jeans. Oder? Das sieht noch einigermaßen sauber aus. Ja, normalerweise tragen sie es bei uns. Oder grünes Hemd und Kampfstiefel. Nein. Ja, ich meine, das tragen sie bei uns. Ja, das sind die richtigen Köche. Genau, das andere, den... Ah, der ist aber gepanzert. Ja, der Smoking. Ich glaube, an der Bar, wirklich die Barkeeper, gibt es ja auch nochmal so eine kleine Bar oder so einen Getränkestand. Die haben den Smoking an. Aber da der gepanzert ist und da die Burg sowieso was Besonderes ist, lassen wir hier das vielleicht. Wir können ja mal gucken, ob wir das verbessern können. Aber ich glaube nicht. Seltsamerweise, die Sachen, die wir verteilt haben, die können wir alle nicht panzern. Ach, und dann ist doch sowieso das Problem mit der ballistischen Faser, die man nie hat. Davon hat man nie genug. Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Ja, das sieht man schon. Kann man nicht verbessern. Wir könnten die ganzen Kampfrüstungen hier könnten wir verbessern für unsere Wachen. Obwohl alle nicht. Nein, dann geben wir nur das Beste ab und dann wirklich Kampfrüstungen und nicht Metallrüstungen oder sowas. Modifizieren. Polymer verstärkt, das ist ja schon das Beste. Bietet schon am meisten Schutz zumindest. Gewichtet? Waffenlose und Nahkampfangriffe ignorieren einen Teil der Rüstung des Ziels. Ach so, ja. Gestärkt. Ich weiß nicht, das ist dann wahrscheinlich... Ah nein, bleiverkleidet wäre das Beste. Da ist dann noch Strahlenschutz mit drauf. Für unsere Wachen. Oder für uns Leichtbau mit extra Aktionspunkten dazu. Aber gut, das soll jetzt nicht ausarten hier in eine Rüstungsmodifizierungsfolge. Ultraleichtbau, sogar 5 Aktionspunkte nochmal dazu. Ja, bleiverkleidet machen wir dann für unsere Wachen. Also nicht, was ich da gesagt habe. Früher haben wir die, ich weiß noch, wir haben die Rüstungen auch benannt. Mal nach der Siedlung und so, damit, wenn wir irgendwo mal einen toten Siedler sehen, damit wir dann gleich wussten, aus welcher Siedlung der kommt. Aber ist uns nie passiert.
dass wir da irgendwas wiedergefunden haben von unserem Zeug. Also gehe ich davon aus, dass die Siedler auch am Leben bleiben. Es sei denn, wir erschießen sie. Dann sterben sie. Im Überlebensmodus zumindest. Ja, wie gesagt, es soll jetzt nicht ausarten in eine Folge, in der wir also das Thema behandeln. Das machen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge. Hey, General. Du machst ich nichts, ich möchte oder? Ein paar Sachen tauschen. Sie macht nichts, sie verkauft nichts mehr. Sie hat mal Handel betrieben mit uns am Anfang, meine ich. Ja, vielleicht mögen sie uns nicht. Vielleicht müssen wir den Minuteman, erstmal wieder zutreten. Ich glaube, wir haben uns zu sehr mit der Railroad abgegeben. Richtig gut. Die haben mir richtig gut gefallen. Die Aufgaben von der Railroad, wenn ich mich da mal so zurückerinnere. Ich gebe zu, jetzt für die Bruderschaft, ich mache das wirklich äußerst ungern. Ich mag die überhaupt nicht, diesen Befehlston und so. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich finde das ziemlich lästig. Also, das sollten wir schnell hinter uns bringen mit der Bruderschaft. Ich kann einfach nicht verlieren. Allerdings weiß ich nicht, ob das die Fraktion unserer Wahl nachher sein wird, dass wir uns denen dann anschließen. Ach so, was wir jetzt aber machen können noch, wenn wir jetzt nicht an die Werkbänke wollen und die Sachen, die Ausrüstung verbessern wollen, dann können wir aber wenigstens die Sachen für unsere Siedler hier schon mal reinschmeißen. Die sie dann nämlich nachher bekommen sollen. Hier sind auch noch Sachen drin, die wir ihnen abgenommen haben, glaube ich. So den gelben Filzhut oder so. Ich weiß gar nicht. Sonnenbrille, schmutziger, schwarzer Anzug, sowas bräuchte hier nicht rein. Das saubere, rosafarbene und Rosenmusterkleid schon eher. Und die können wir ja seit dem DLC Contraptions Workshop selbst herstellen auch. Ist auch ein bisschen teuer in der Herstellung, glaube ich. Aber immerhin geht das jetzt, weil man dieses gerade das Rosenmusterkleid so selten findet. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, gar nicht nach Rosenmusterkleid aus. Das sieht mir eher aus wie das rosafarbene Kleid. Und das rosafarbene Kleid, ja, das sieht mir dann vielleicht schon eher nach dem Blümchenmusterkleid aus. Das ist aber auf jeden Fall rosa hier. Das andere ist eher rot. Rosenmusterkleid. Aber ich sehe hier keine Rosen drauf. Vielleicht heißt das ja nur so. Vielleicht ist das dieser Stoff. Wow. Man sieht jetzt hier richtig den Stoff und so. Das hat man vorher nicht gesehen. Alles verschwommen vorher. Da war ich immer noch begeistert von der Grafik. Aber trotzdem, jetzt sieht man da richtig die Knöpfe. Ich bin begeistert. Ich kann es nur immer wieder sagen. Super, dass ihr mir die Grafikkarte gespendet habt. Ich freue mich wie verrückt darüber. So, die Kampfrüstungen, die wollten wir ja irgendwann mal an unsere Wachen abgeben. Die Lederrüstung und so nicht. Die kommen nachher in den Dings hier. Na, Dings, hat er gesagt. Hat das Ding auch einen Namen? Dings ist alles bei mir. Neuerdings. Ich weiß nicht. Ich habe zu viel Aufnahmen gemacht wahrscheinlich schon. Dass ich da, meine Worte sind schon aufgebraucht. Dings, wo? Überseekoffer. Hier, seltsamerweise haben wir sowas hier stehen für die Siedler. Und das andere Dings kommt in den anderen Dings, wisst ihr? Hier, Verkaufskiste doch eigentlich hier. Wasser ist schon drin, jetzt kommen hier eben noch die anderen Dings rein. Ja, tut mir leid, das sollte man sich nicht angewöhnen. Also, hier kommen jetzt die Sachen rein, die wir verkaufen wollen. Steht zwar nicht Verkaufskiste oder Handel schreiben wir immer dran, weil es kürzer ist. Steht zwar nicht dran, aber den Zweck erkennen wir, wenn wir das Wasser sehen da drin. Wahrscheinlich war es irgendwann früher mal einfach nur die Wasserkiste. So, jetzt kommen aber Sachen rein, die wir irgendwann mal verkaufen wollen. Und ich sag's nochmal, falls ihr euch wundert, weshalb ich die nicht sofort verkaufe, dann würden wir die ja sofort verkaufen. Ja, dann hätten wir also für jedes einzelne Teil, ja, jetzt haben wir eben was im Inventar schon etwas mehr, aber trotzdem wird man dann andauernd wieder da hinrennen und das verkaufen. So können wir das einmal sammeln und wenn hier genug drin ist, wie man letztens gesehen hat in County Crossing, wenn da genug drin ist, dann können wir das immer noch im Großen verkaufen und da freuen wir uns doch sehr viel mehr drüber, als wenn wir das jetzt so
einzeln verkaufen würden. Finde ich. So, das kommt in die Erntekiste. Da gibt es eigentlich jetzt gar keinen besonderen logischen Ansatz für, weshalb wir eine Erntekiste haben und da die Sachen reinschmeißen. Außer, dass wir ab und zu mal was aus der Werkstatt entfernen sollten, da ich den Eindruck habe, können wir gleich mal nachgucken, da ich nämlich den Eindruck habe, dass die Siedler die Arbeit einstellen, wenn zu viel in der Werkstatt drin ist. Vielleicht essen sie es dann ja auch selbst. Sagen, naja, wenn der Oberchief Commander kommt, dann reicht es, wenn man sieht, dass wir ein bisschen was gemacht haben. Also stecken wir mal so 8 Karotten da rein und dann hören wir einfach auf. Können wir mal sagen, guck, da sind 8 Karotten, wir haben was gemacht. Kann man nicht sagen, wir hätten nichts gemacht. Vermute ich mal, dass dem so ist. Und Tatos übrigens, das ist ganz schlecht. Die sammelt man am besten immer selber, wenn man sie sieht. Was zerrt denn jetzt noch an unserem Gewicht? Wenn wir zum strahlenden Meer wollen, demnächst, in den nächsten Folgen, dann brauchen wir doch was... was Gutes, das wir da mitnehmen. Da, 41 Karotten ist ja schon viel. Ich dachte, die hören schon auf bei 20, 18, irgendeine krumme Zahl auch. Aber ich glaube, sehr viel mehr kommen da nicht rein. Irgendwann, meine ich, hören die auf. Melonen und keine Tatos nochmal. Und wenn wir gleich gucken, da sind welche zugewiesen, den Tato-Sträuchern. Aber ich bin mir sicher, dass die Tatos so lecker sind, dass die Leute sagen, nee, die behalten das wir für uns. Köstlich. Da, die arbeiten. Ja, die arbeiten. Die arbeiten doch hier an den Tatos. Da sind auch welche zugewiesen, überall. Pflücken sie aber nicht. Wir haben die aber extra so gestellt, dass man hier so schön durchgehen kann. Scheint wirklich was zu werden. Und dann immer so die Reihen ernten kann. Wenn die Kreuzung quer stehen, dann geht das nicht so gut. Und wenn da die Siedler gerade so arbeiten, dann ist das auch manchmal nicht so einfach. Kreuz und quer stehen, da ist das doch mit der Ernte viel zu anstrengend. Da gibt's nichts als Ärger. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Schon gut. Wir haben Tatos. Wie viel haben wir da aus dem kleinen Feld jetzt rausbekommen? Haben wir da irgendeinen Perk? Doch, 27. 27 aus dem kleinen Feld. Ja, sowas brauchen wir jetzt, wenn wir zum leuchtenden Meer wollen. Ein bisschen mehr Psycho darf es auch ruhig sein unterwegs. Ah, wir werden auch noch was finden, natürlich, natürlich. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Ja, das gefällt ihm. Ich hätte da auch lieber eine Frau hingestellt, aber war keine mehr. Hm? Verkaufen das Wasser? Ich glaube, den Steve-Boy behalten wir ausnahmsweise mal im Inventar, auch wenn der 1 Pfund wiegt. Aber ich glaube, wir haben noch Munition. Oh, Kampf gestärkt, Körperteil-Mod. Mhm. Ja, die Mods können wir auch wieder nach Sanctuary Hills in die Kiste schmeißen. Für Sanctuary Hills. 5mm Patronen haben wir, glaube ich, gar keine Waffe für bei. Aber die haben wir eigentlich gesammelt für die Leute in der Siedlung der Slock. Die sollten nämlich alle die Miniguns ausnahmsweise bekommen. Da wir ja sonst immer ganz gerne Plasmawaffen verteilen, sollte die Siedlung ausnahmsweise Miniguns bekommen. Warum auch immer. Ich glaube, weil da Ghule viele sind und die sowieso da öfter Probleme haben mit Todeskrallen. Und mit den Verbrannten, die ja doch ziemlich stark sind auch. Ja, dann machen wir es auch so. Schrotpatronen, die können wir verkaufen. Dann schicken wir die also, was ist denn hier so blau? Ach so. Oh. Dann schicken wir die also hier nach Sanctuary Hills irgendwann mal. Und den Mod auch.
Den Modifikation? Die Modifikation natürlich, die Mod. 45er brauchen wir, 5 mm nicht. Den Brennstoff schicken wir auch mal rüber, glaube ich. Die Fusionszellen, warum auch immer, sammeln wir da. Und die Plasma-Kartuschen doch eher für unsere Siedler wieder. Ein bisschen eingerostet bin ich ja schon, oder? Meine ich. 444, die werden wir aber auch brauchen. Wir brauchen unbedingt mehr von der 45er haben wir. Da müssen wir mal unsere Waffen gleich angucken. Ich glaube, die 50er brauchen wir nicht und für die 308er bräuchten wir noch mehr. Und wir brauchen 776er Munition, glaube ich. Aber ich möchte nicht unbedingt jetzt nochmal dafür, extra dafür nach Nuka World gehen. Hierfür brauchen wir 762er. Ah ja, okay. Haben wir gar nichts. Dann könnten wir die Waffe eigentlich auch hier lassen. Ja, aber die haben wir alleine als Gewicht schon immer mit dabei. Ja, aber echt, wenn wir keine Munition haben und wir finden ja hier auch im Commonwealth nirgendwo welche, dann brauchen wir die echt nicht mit uns rumzuschleppen. Die ist aber voll gut, die ist schön leise. Und schießt weit, oder? Reichweite 191. Joa, och, es geht. So als Sniper ist die ganz gut. Unser vergiftendes Sturmgewehr, 556er, verschießt es. Achso, und die sind ja alle legendär, also können die auch was. Hier haben wir den erhöhten Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Zum Beispiel bei dem Problemlöser. Bunt. Achso, ja, den haben wir, kann man sich das angucken? Genau. Den haben wir in der schicken Nuka World Lackierung hier. Nur so, falls jemand sich wundert. Aus Nuka World haben wir den, ja. Dann haben wir ja noch das Sturmgewehr vergiftend, also das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Das finde ich gut, das mag ich immer. Das Kiloton-Radiumgewehr mit explodierenden Kugeln. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Ja, da finden wir wahrscheinlich auch mittlerweile schon wieder ein besseres, aber ich meine, das ist doch eine der stärksten Waffen mit, oder? Ja gut, richtet nicht so viel Schaden an, wie man denkt, zum Beispiel gegen Nebelkriecher oder so. Die sind immun gegen Strahlung zum Beispiel. Aber egal, geht immer noch. Krämpfzahn vor allem. Ziele bluten und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. Ja, unsere Machete. Ich bin überrascht, wie krass das aussieht von der Grafik. Ach komm, war das so schlimm vorher? Naja, verglichen damit war es nicht so schön wie das jetzt. Hier sieht man ja richtig die Holzmaserung und so. Ich bin echt immer noch begeistert. Immer wieder. Das wird, glaube ich, 2 Jahre dauern, bis ich mich da dran gewöhnt habe. Bis das normal wird für mich. Die 10mm Pistole, Doppelgeschoss. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Jupp. Dann sehe ich gerade, wir sind am Ende der Folge. Was haben wir denn gemacht in dieser Folge? In dieser Folge haben wir ein bisschen unser Inventar mal aufgeräumt. Niemand sehr viel mehr doch nicht, oder? Kannst du nicht irgendwas tun? Niemand hat... Verdammt hungrig. Mir vielleicht noch was zu trinken. Ach, weil wir jetzt das Essen alles rausgenommen haben hier aus der Werkstatt. Ja, das wird's wohl sein. Ach... Die Leute ernten doch in einer Tour. Auf einmal sind so viele Karotten hier drin und Kürbisse. Das kann doch nicht sein. Haben wir doch gerade erst rausgenommen. Haben wir das hier reingesteckt? Anstatt es rauszunehmen, haben wir das hier reingesteckt, oder? Glaube ich. Ich sehe immer die Nuka-Cola-Quantum da drin. Damit hat es doch auch noch irgendwas auf sich. Das hat doch auch irgendwas zu bedeuten mit der Nuka-Cola-Quantum. Ja, ich meine, wir können irgendwo einen Cola-Automaten bauen und Nuka-Cola-Automaten und da haben wir rausgefunden, dass die ziemlich gut ist oder wertvoll oder so, die mit Nuka-Cola-Quantum gemachte. Sonst hätten wir die nicht da drin wahrscheinlich. Ja, und wenn die einmal in der Werkstatt drin ist, dann meine ich, weiter wird man doch
von jeder anderen Werkstatt drauf zugreifen können, die mit einem Versorger verbunden ist. Mit der Werkstatt, in der die Nuka-Cola Quantum ist. Aber wo haben wir denn hier bitteschön so Sachen wie Camps oder so? Hier haben wir einen Kühler mit Essen drin. Oh, da sind aber auch Sachen bei, die wir verkaufen können. Aber das werden wir jetzt nicht aussortieren alles. Fury! Fury erhöht den Nahkampfschaden um 50%. Findet man extrem selten. Ich weiß nicht, ob man das selber herstellen kann. Medics werden wir brauchen. Wo ist unser Hilfsmittelzeugs? Da, Medics haben wir zwei nur. Ja, was haben wir denn vor? Wir müssen uns nicht mit Drogen vollpumpen da. Wir können auch ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ja, beim Überlebensmodus. Ich glaube, da steht nirgends ein Bett rum. Und wenn wir da irgendwo sterben, dann müssen wir immer so weit laufen wieder. So viele Wege gibt's nicht. Ah, hier, Redex. Das brauchen wir auf jeden Fall da unten. Oder eine Powerrüstung. Ich glaube, die hilft auch. Die schützt auch vor Strahlung oder sowas. Ach, 17. Wie lange wollen wir uns denn da aufhalten? Wir sollen doch nur irgendwas abholen da unten. Right away, 21. Naja, aber nachher freuen wir uns, wenn wir es haben. Wir könnten auch den Skill Ghoulish nehmen. Ja, aber das möchte ich nicht. Ja, ich glaube, so können wir los. Stimpacks sind auch drin. Ja, Stimpacks haben wir schon alle aufgebraucht wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wird schon schief gehen, oder? Essen sollten wir eine Kleinigkeit, aber wir finden bestimmt auch unterwegs was. Ich möchte einmal gucken, ob wir irgendwas Cooles selber herstellen können. Drogen? Naja, wir können keinen Redex oder Red Away herstellen selbst. Gab's denn? Da gab's doch irgendwas zu essen, was man essen konnte gegen Strahlung. Ha. Durstlöscher, Munition, Nuka World, Fallen, Farhaber, Feuerwerk, Contraptions Workshop, Granaten sind immer dabei gewesen. Ah, Heilung. Ah. Ah, doch, Redway, leuchtende Pilze. Ja, wann finden wir denn mal einen leuchtenden Pilz? Die wachsen ja auch, glaube ich, nie nach, oder? Sind die irgendwo schon mal nachgewachsen? Nicht, dass ich wüsste. Die nimmt man einmal und dann sind sie weg. Was brauchen wir denn hier? Das Blutpaket. Antiseptikum und Stahl für ein Stimpack. Zwei Blutpakete. Ja, ach, dann machen wir noch ein paar. Wir brauchen hoffentlich nicht so viele. Und das erfrischende Getränk entfernt alle Reds und heilt alle Abhängigkeiten. Dafür brauchen wir Antiseptikum, aufbereitetes Wasser, was ja kein Problem ist. Ein Blutpaket nur. Oh. Echt? Und für Stimpacks brauchen wir nämlich zwei. Und jetzt haben wir leider alle Blutpakete schon in die Stimpacks reingepackt. Ah, naja gut. Red Away braucht es außerdem auch noch. Das brauchen wir sowieso. Und Stimpack, ja, da haben wir es doch. Eigentlich ist das... Das ist doppelt gemoppelt, oder? Da ist ein Stimpack drin, ein Redaway. Kein Addictol. Entfernt alle Reds und heilt alle Abhängigkeiten. Na komm, wir stellen mal einmal her. Dann haben wir was für den Notfall. Ja, war's das mit Heilung? Injektor-Munition. Ach ja, die funktioniert ja hier richtig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die in Fallout 76 irgendwas kann, dass man da überhaupt irgendwas herstellen kann. Aber ich war auch super lange schon nicht mehr drin in Fallout 76. Also kann es auch sein, dass mittlerweile, ja, mittlerweile ist so einiges passiert. Da sind, glaube ich, mittlerweile rennen da sogar NPCs rum. Ich kann sagen, als die Kamera rausgekommen ist, die wollte ich unbedingt haben, da habe ich mich voll drauf gefreut, auf diese Kamera, diese... die man quasi als Waffe, wie eine Waffe so ausrüsten kann, ja. Auf die Schnellauswahltasten also legen kann und damit so Schnappschüsse machen kann. Echte Schnappschüsse. Und die Kamera habe ich nicht gefunden und da habe ich dann nach 3 Stunden oder so habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Die Folgen kommen aber noch.
Die Serie läuft ja noch bei uns auf dem Kanal und die Folgen mit der Kamera, die werden dann wahrscheinlich noch, ja, mit Sicherheit kommen. Ich mache alles nahtlos, nach Möglichkeit. Wie auch immer, mal zurück hier zu der ganzen Geschichte. Säurespritzermunition brauchen wir nicht. Verwertbares, was wäre das? Die modifizierte Bowlingkugel. Keine Ahnung, aus welchem DLC die kam. Wahrscheinlich aus Nuka World, oder? Bowlingkugel, Säure und Öl. Was können wir damit? Werfen? Kühlflüssigkeit. Ja. Weiß ich auch nicht so genau. Ach, aus der Kühlflüssigkeit bekommt man doch Öl, meine ich. Ach ja, hier steht's auch. Dreimal Öl. Ah, deswegen haben wir da am Anfang auch immer geguckt, dass wir da sowas finden. Naja, wie es auch sei. Hier haben wir alles gemacht, was wir machen konnten, jetzt so zur Vorbereitung. Psycho-Jet könnten wir machen. Psycho und Jet gemischt. Plus 25 Schaden, plus 15 Schadensresistenz und plus 40 maximale Aktionspunkte kosten. Aktionspunkte meine ich, für 8 Minuten. Und normales Psycho, plus 25 Schaden und plus 25 Schadensresistenz für 5 Minuten. Also Psycho-Jet ist schon mal besser für 8 Minuten. Und Psycho-Buff, was ist das? Plus 25 Schaden, plus 3 Stärke, plus 3 Ausdauer und 65 maximale Gesundheit für 8 Minuten. Auch gut. Die Hub-Blume brauchen wir dafür, die Hub-Blume, um Psycho herzustellen. Naja, wir stellen das jetzt einmal her. Psycho-Jet. Wird uns schon gut tun, wenn wir es dabei haben. Und hier glaube ich nach wie vor, dass hier was durcheinander gekommen ist. Durcheinander gekommen. Bei den antimikrobiellen Kräutern, da steht Resistenz gegen Infektionen und Parasiten, was wir im Überlebensmodus ja durchaus brauchen öfter. Und bei dem anderen Zeug, das haben wir gar nicht mehr, doch Kräuteraufputschmittel, da steht Resistenz gegen Ermüdung und Lethargie. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir den Dreh nie so richtig rausgehabt. Ich glaube, die muss man vorm Schlafengehen nehmen. Vor Infektionen und Parasiten. Und die Kräuteraufputschmittel, glaube ich, irgendwie vor dem Essen oder so. Ich meine, da war doch irgendwas durcheinander. Ach, wir haben ja noch die Kräuterschmerzmittel. Resistenz, Schlaflosigkeit und Schwäche. Ach, die müsste man, glaube ich, vor dem Schlafengehen nehmen. Wenn man jetzt nur kurz schläft. Ah, so richtig blicke ich da nicht durch. Und ich habe die Vermutung, dass die Geschichten vielleicht falsch übersetzt wurden oder dass die durcheinander gekommen sind von den Wirkungen. Dass die gar nicht so wirken, wie da steht. Meine ich zumindest. Das Gefühl habe ich zumindest. Ja, Curie. Sind wir hier wirklich fertig? Können wir in der nächsten Folge aufbrechen? Die Sonne geht unter. Pass auf, dass du nicht auskühlst. Hey, hey, hey. Ist der neu, der Spruch? Ja, so werden wir schon aufbrechen können. Liberty Reprimed. Sprich mit gelehrter Halen. Ja, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, denke ich. Und auf der Karte? Nein, das ist doch gar nicht die Aufgabe. Was rede ich denn da? Haben wir das etwa schon geholt? Wann haben wir das denn geholt? Nee, das haben wir selber gesetzt hier. Mass Fusion Schutzhütte. Warum eigentlich? Haben wir da eine Markierung? Weiß ich nicht. Doch, Wegpunkt Echo, das sollen wir genau, das sollen wir, das ist ja hier in der Nähe vom strahlenden Meer. Da sollen wir da also hin.
Na gut, das und noch viel mehr werden wir erleben in den nächsten Folgen. Hier könnte noch ein Bett stehen, oder? Ja, aber egal. Nein, nein, es geht los. Auf Tour gehen wir. Und zwar schön tagsüber. Und zwar in den nächsten Folgen. Vorbereitet sind wir reichlich, hoffentlich. Die Aufgabe bekommen wir also vom Gelehrten. Und das wird also unser nächstes Ziel sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Müssen wir wirklich aufstehen?